Wir schauen uns gleich das nächste Beispiel an. Da haben wir wieder zwei Geraden gegeben, g und h, wieder in der Parameterdarstellung, Punktrichtungsformel. Und bevor wir unseren Ansatz verfolgen, schauen wir uns mal die Richtungsvektoren an dieser beiden Geraden. Also, schauen wir mal, ob die linear unabhängig, das heißt parallel sind. Das heißt, wir stellen folgende Gleichung auf. Vektorgleichung. S mal dem Richtungsvektor von g. Plus t mal dem Richtungsvektor von h. Ja, und wir schauen, ob wir aus diesen beiden Richtungsvektoren den Nullvektor linear kombinieren können. Sie wissen, wenn die beiden Vektoren linear unabhängig sind, dann ist es gleichwertig damit, dass der Nullvektor nur aus diesen beiden Vektoren trivial kombinierbar ist. Das heißt, wenn Sie das hier nachrechnen, da folgt wirklich r gleich s gleich 0. Also heißt es, die Richtungsvektoren sind linear unabhängig, das heißt, die sind nicht parallel. So, da haben wir immer noch zwei Fälle, die wir unterscheiden müssen. Nämlich einmal kann es ja sein, wenn die Richtungsvektoren nicht parallel sind, dass sich die beiden Geraden g und h schneiden. Oder aber, die haben keinen Schnittpunkt, dann sind sie windschief. Welcher dieser beiden Fälle eintritt, entscheiden wir jetzt mit unserem Ansatz. Wir suchen wieder alle Punkte S, die auf der Geraden g und auf der Geraden h liegen. Wir schreiben die zugehörige Vektorgleichung auf, das heißt, wir setzen die beiden Parameterdarstellungen von g und h gleich. Also genauso wie im ersten Beispiel, das heißt, wir bekommen 7 minus 2, 2 plus Lambda mal 2, 3, 1 ist gleich 4 minus 6 minus 1 plus μ mal 1, 1, 2. Die nenne ich mal wieder 1. Um diese Vektorgleichung nicht zusätzlich zu überfrachten an Bezeichnungen, lasse ich den Index s bei Lambda und μ weg. Das haben wir ja schon gesagt, auch beim Beispiel 1. Aus dieser Vektorgleichung, die können wir natürlich komponentenweise lesen, kriegen wir Komponentengleichung. Das heißt, wir bekommen ein lineares Gleichungssystem, indem wir einfach die Vektorgleichung komponentenweise schreiben. 7 plus 2 Lambda aus der x-Komponente ist gleich 4 plus μ. Dann haben wir die y-Komponente, sagt uns minus 2 plus 3 mal Lambda ist gleich minus 6 plus μ. Und die z-Komponente schließlich 2 plus Lambda ist gleich minus 1 plus 2 μ. Wenn Sie diese
Ja, diese, wir haben ja hier wieder ein lineares Gleichungssystem, drei lineare Gleichungen, aber nur zwei Variablen, das heißt, es ist wieder überbestimmt. Wenn Sie diese sich zwei dieser Gleichung hernehmen und entsprechend nach Lambda bzw. Mu umstellen, die andere einsetzen, dann erhalten Sie folgendes Ergebnis. Das LGS hat genau eine Lösung, die Probe in die dritte nicht benutzte Gleichung ergibt. Ja, es gibt keinen Widerspruch, das heißt, das LGS, das lineare Gleichungssystem, hat wirklich genau eine Lösung. Nämlich das Paar minus 1, 1 für Lambda bzw. μ. Also hat G und H einen Schnittpunkt. Rechnen Sie das hier mal ganz genau nach und schauen Sie, welche Gleichung Sie da sozusagen zur Konsistenzprüfung, zur Probe benutzen. Wenn Sie die Koordinaten dieses Schnittpunkts berechnen, ist es ganz klar, Sie setzen entweder die minus 1 für das Lambda hier oben in die Parameterdarstellung für G ein oder das μ für in die Parameterdarstellung für H. Ja, schreiben wir es auf. Dann bekommen wir den Ortsvektor von diesem Schnittpunkt. Wenn Sie es ausrechnen, gibt es der 5, minus 5 und 1. Und ganz klar, die Koordinaten sind einfach nur der Ortsvektor als Zeile geschrieben. S hat die Koordinaten 5, minus 5, 1. Wenn Sie mal vergleichen mit dem ersten Beispiel, sehen Sie, dass das Vorgehen genau dasselbe war. Ja? Aus der Vektorgleichung erhält man die Komponentengleichung bzw. dieses lineare Gleichungssystem und suchen dann nach Lösung von diesem linearen Gleichungssystem. Jetzt hat man schon den Fall hier oben, erstes Beispiel g gleich h, also die sind identisch. Dann haben wir hier im zweiten Beispiel g und h haben Schnittpunkt. Können sich vorstellen, dass im dritten Beispiel natürlich folgen wird, dass G und H windschief sind. Ich habe Ihnen hier die Parameterdarstellung von G und H gegeben und wir versuchen wieder zunächst zu beobachten, also uns die Richtungsvektoren anzuschauen von G und H. Und wenn Sie sich die Richtungsvektoren anschauen, dann sieht man eigentlich schon mit bloßem Auge, dass die nicht parallel sind. Ja, aber wir rechnen das nach. Wenn Sie entsprechend den Nullvektor aus diesen beiden Vektor linear kombinieren, aus diesen beiden Richtungsvektoren linear kombinieren wollen, also Sie schreiben wieder auf S mal 482 plus T mal minus 4 minus 6, 2 ist gerade dem Nullvektor. Wenn Sie das zugehörige lineare Gleichungssystem lösen, kriegen Sie nur die triviale Lösung raus, S gleich T gleich 0. Also der Nullvektor lässt sich nur
trivial aus diesen beiden Richtungsvektoren linear kombinieren. Das heißt, die Richtungsvektoren sind linear unabhängig bzw. die sind nicht parallel. So, wir haben wieder die beiden Fälle, die beiden Möglichkeiten, die noch eintreten können. Erstens, G und H haben einen Schnittpunkt, also die schneiden sich, oder G und H schneiden sich nicht, dann sind sie windschief. Welcher dieser Fälle klären wir mit dem Ansatz? Den kennen Sie bereits, Sie suchen alle diese Punkte S, die auf G und H gemeinsam liegen. Das heißt nichts anderes, wir setzen diese Parameterdarstellung von G und H gleich. Das heißt, wir erhalten eine Vektorgleichung. Plus Lambda 4, 8, 2 ist gleich 1, 0, 3 plus μ mal minus 4, minus 6, 2. Nenne ich wieder Gleichung 1. Aus 1, die lesen wir wieder komponentenweise, gewinnen wir die zugehörige Komponentengleichung bzw. das lineare Gleichungssystem. Drei Gleichungen in zwei Unbekannten. Wir schreiben sie auf. Aus der X-Komponente. Aus der Y-Komponente. Und schließlich Gleichung aus der Z-Komponente. Ja, ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen, aber nur zwei Variablen, ist überbestimmt. Das heißt, Sie nehmen sich zwei dieser Gleichungen her, um Lambda und μ zu bestimmen. Da bekommen Sie ein Ergebnis für Lambda und für μ. Aber denken Sie dran, die Gleichung, die Sie noch nicht benutzt haben, müssen Sie sozusagen zur Probe verwenden. Das heißt, diese beiden Werte für Lambda und μ auch keinen Widerspruch erzeugen. Wenn Sie das hier machen, dann stellen Sie fest, dass es einen Widerspruch gibt. Das heißt, das lineare Gleichungssystem hat keine Lösung. So, keine Lösung und die Richtungsvektoren sind nicht parallel, heißt G und H sind windschief. Das war jetzt das dritte Beispiel. Wenn Sie nochmal vergleichen, dann ist das Vorgehen bei diesen drei Beispielen immer dasselbe. Zunächst schauen wir uns die Richtungsvektoren an, dann nehmen wir unseren Ansatz her, stellen die zugehörige Vektorgleichung auf und untersuchen dann das zugehörige lineare Gleichungssystem, was wir aus den Komponentengleichungen bekommen. Jedes Mal. Also hier die Richtungsvektoren
Dann haben wir den Ansatz, zugehörige Vektorgleichung. Wir untersuchen das lineare Gleichungssystem, berechnen gegebenenfalls den Schnittpunkt. Hier genauso. Vektorgleichung, Komponentengleichung, lineares Gleichungssystem, keine Lösung. Also genau gleich. Jedes Mal das Vorgehen. Oder ich sag mal die Struktur des Vorgehens. Ich habe Ihnen dieses gleichartige Vorgehen in diesen Fällen mal übersetzt in Flussdiagramm. Hier haben Sie das. Sie starten hier mit der Eingabe von den beiden Geraden G und H im Raum, in der Parameterdarstellung. Dann nehmen Sie den Ansatz, schreiben die zugehörige Vektorgleichung auf. Wenn Sie die Komponentenweise lesen, dann haben Sie das zugehörige lineare Gleichungssystem in drei Variablen, in drei Gleichungen und zwei Variablen, das ist also überbestimmt. Sie reduzieren sozusagen dieses lineare Gleichungssystem von drei Gleichungen und zwei Variablen auf ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Variablen, das lösen Sie. Jetzt müssen Sie die erste Entscheidung treffen. Ja, Sie schauen sich das an. Gibt es unendlich viele Lösungen für dieses lineare Gleichungssystem in zwei Gleichungen und zwei Variablen? Also ist die eine Variable von der einen anderen Variablen irgendwie abhängig? Wenn ja, dann haben Sie schon den Fall G gleich H, die sind identisch. Wenn nein, geht es hier weiter. Dann haben Sie, wenn Sie nicht unendlich viele Lösungen haben, dann haben Sie genau eine Lösung von diesen zwei Gleichungen, zwei Variablen. Jetzt müssen Sie sozusagen diese genau eine Lösung, diese Zahlenwerte, dieses Zahlenpaar für diese beiden Variablen, müssen Sie in die dritte Gleichung einsetzen, die dient zur Probe, führt dieses Einsetzen zu einem Widerspruch bei der dritten Gleichung. Wenn ja, dann besitzt dieses ursprüngliche Linealgleichungssystem mit drei Gleichungen und zwei Variablen keine Lösung. Jetzt schauen Sie sich die entsprechenden Vektoren, Richtungsvektoren der Geraden G und H an. Sind die parallel? Also wenn nein, dann bleibt den Geraden G und H nur übrig, dass sie windschief sind. Wenn ja, dann haben wir den Fall der echten Parallelität. Wenn wir hier keinen Widerspruch bekommen, also mit Nein antworten, dann besitzt dieses lineare Gleichungssystem mit drei Gleichungen und zwei Variablen genau eine Lösung. Das heißt, wir erhalten einen Schnittpunkt. So, ich habe Ihnen auch noch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Ja, Sie haben zwei Geradenscharen gegeben. Ja, Sie wissen ja, das sind für jeden Wert von t bekommen Sie genau eine Gerade für g und eine Gerade für h. Und die Aufgabenstellung lautet folgendermaßen. Wie muss dieser Parameter t gewählt werden, damit die Geraden für diesen Parameterwert t parallel sind, beziehungsweise sich schneiden, beziehungsweise windschief sind? Ja. Bearbeiten Sie mal diese Aufgabe, am besten gleich. Ja. Und wenn Sie die bearbeitet haben, dann schauen Sie mal, ja, nochmal dieses Flussdiagramm, schauen Sie nochmal dieses Flussdiagramm an und schauen mal, an welcher Stelle des Flussdiagramms Sie sozusagen Fallunterscheidung für dieses T gemacht haben.